herzlich willkommen zum Rainers Adventskalender Part 10. Es müsste 10 sein. Ne? Wir schreiben den 20. Dezember und wir zocken, wie schon bereits angekündigt, ihr wisst das wahrscheinlich schon, ihr habt wahrscheinlich die ganzen anderen Videos vorher gesehen, wir zocken eine Runde Bomberman Land Touch. Touch, ah. Ne? Und dort steigen wir direkt mal rein. So, und jetzt direkt im 3DS, wir gehen direkt los. Ich war am Überlegen, was ich euch zeige. Ich war wirklich eiskalt am Überlegen. Was zeige ich euch? Zeige ich euch Story-Modus oder Bomberman-Kampfpaket oder den Attraktionsmodus? Ich wusste es nicht. Und habe mich dafür dann entschieden, ey, ich zeige euch was an der Story. Ich habe ein bisschen so weit gespielt, dass ich sagen kann, ich kann die nächsten 3, 4, 5 Schritte verfolgen. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Genau, wir wählen die erste Datei. Wie gesagt, ich habe nicht viel gespielt. Man sieht es direkt, ich habe nur bisher 3 Minispiele gespielt und jede Menge erforscht. Das war's eigentlich. Ich bin noch recht am Anfang, kann man fast sagen. So. Und da wir uns einen Helm besorgt haben, können wir jetzt nämlich auch hier hinten rein. Hey! Scheint ja einen Helm gefunden zu haben. Pass trotzdem auf. Okay, Kumpel. Und weg ist er. Ja, dann gehen wir mal in die Höhle rein. Denn in der Höhle gibt's gar keinen Scheiß. Da gehen wir jetzt einfach mal ganz langsam. Scheiße. Obwohl, eigentlich müssen wir gar nicht durch die Höhle gehen, fällt mir gerade ein. Eigentlich wollen wir in der Höhle eigentlich nur das letzte Minispiel spielen. Wobei, ich möchte das euch gerne zeigen, weil es eigentlich recht cool ist und sehr einfallsreich. Geht nämlich wieder um Pusten ins Mikro. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich versuche es mal auf der anderen Seite. Einfach mal durchgehen. Ah, dabei nicht fallen. Ich gehe jetzt mal geradeaus. Komm, geht geradeaus, Bomberman, genau. Happy White heißt er. Keine Ahnung, wer sich da in der Übersetzung sich was gedacht hat. Naja. Eine Schatzkiste, was wohl drin sein wird. Na, gucken wir mal rein. Eine Münze. Yay. Ja, ich habe eine Marke. Du hast auch noch einen an der Macke. Das stimmt. Jetzt habe ich eine von denen. Vielleicht kann ich sie benutzen, wenn ich genug davon habe. Na, gucken wir mal. Gehen wir mal weiter, ganz vorsichtig. Ich finde die Animation eigentlich recht okay. So, machen wir die auch noch auf. Ja, ein Peak. Ein weiteres Peak-Stück. Wenn ich 6 habe, kann ich die an der Informationsstand tauschen und kriege dafür irgendwas anderes. Wie gesagt, ich habe das Spiel leider nicht weit genug gespielt, weil diese Minispiele konnte ich leider im Studium im Zug echt vergessen. Da war dann immer so viel los. Aber das finde ich mega geil. Blowout, blow up. Und da versuchen wir mal die Münzen einzukriegen. Natürlich darf ich wieder pusten, ne? Aber ist egal. Und aus. Und das geht die ganze Zeit so. Erstmal Pause. Und das ist es im Endeffekt. Das ist Bomberman Land. Ne? Bomberman. Ich kann dabei alles sagen. Wahnsinn. Aber ich mach's nicht. Ah, ist das schön. Ja, erstmal erholen. So, jetzt kommt Hardcore-Modus. Geht aus! Ja, mach das mal mit einer Emulation. Oh, bin ich fertig. So, mein 5. Peak. Das brauche ich nämlich später, wenn ich dann weiterkommen will. Komm, du musst runter. Ins Wasser, ja.
Roboter mögen ja so gerne Wasser. Ja, Bomberman ist in dem Sinne ein Roboter. Uff, jetzt bin ich nass. Ich passe beim nächsten Mal auf den Röhrenmesser auf. Ja, solltest du. Wir gehen in eine neue Zone. Ja, in eine neue Zone. Weil ich habe genug Peaks gesammelt. Und kann daher in die Herzzone gehen. Ja, wunderbar. Oh, nice. Wow, da sitzt eine schöne Frau auf dem Springboden. Aber sie hat einen Fischschwanz. Wer ist das? Na, haken wir mal bei hier rosa nach. Süß pink. Süß pink. Gott im Himmel! Wer denkt sich diese Namen aus immer? Die Meerjungfrau auf dem Brunnen ist Lady Serena. Man sagt, sie kann schön singen, wie romantisch. Das ist also Serena, die legendäre Meerjungfrau. Sicher, sie ist hübsch, aber sie sieht irgendwie einsam aus. Ja, die Einsamkeit, die werden wir irgendwann mal belegen. So, was macht denn der Pirat hier? Captain Bum. Alter. Sogar wir Piraten sehen uns die Fische und den schönen Springbrunnen zur Entspannung an. Ja, das tust du. Ja, dieser Aufzug geht nach unten. Ja, dann lass doch mal nach unten gehen und gucken, was uns da erwartet. Ja, Minispiele. Spielen wir mal weitere kleine Minispiele, wie zum Beispiel Balance the Boom. Balance of Boom. Ich hab's heute. Natürlich wieder mit Stylus, Action und komm, bitte bleib oben. Bitte bleib oben. 45 Sekunden muss ich das, ja gut. Wenn das Spiel nicht unfair ist, dann krieg ich's hin. Naja, aber es ist einer der Spiele, die mehr auf den Touchscreen gucken als oben. Oben hast du halt eher die ganzen Daten über den kleinen Bomber. Mal was komplett anderes. Aber ich mag solche kleinen Minispiele. So Project Rub und jetzt hier auch Bomberman Land Touch. Das sind so Spiele für zwischendurch, die kann man mal spielen. Der Story-Modus ist hier... Naja, ist okay. Also es gibt bestimmt schönere, bessere. Aber das ist halt die Bomberman Land Serie, die mit dem N64-Teil begonnen hat. Was aber nicht bei uns rauskam. Bei uns war der erste Teil auf der PlayStation 1, soweit ich mich nicht irre. Na, das, was... Japan rauskam unter Bomberman Land, kam dann als Bomberman in Japan raus und alle waren verwirrt, weil das Bomberman 64, was wir kennen, hieß in Japan Baku Bomberman. Alles total verwirrend. Wenn ich irgendwann mal ein Bomberman Special mache mit sämtlichen Bomberman Spielen, dann erkläre ich euch das auf jeden Fall. Dann ausführlich in einem schönen Video. Wie gesagt, ihr könnt es ja natürlich in den Kommentaren schreiben, damit ich besser motiviert bin, solche Videos auch zu machen. Weil Bomberman ist eigentlich eine Serie, finde ich es echt schade, dass Konami die einfach mal rausrückt. Ich muss die Beine auch noch bewegen. Ja. Na, der sitzt. Wo sind denn die Beine? Da sind die Beine. Lalala. Ja, und so geht das halt die ganze Zeit mit den Minispielen. Eigentlich, ich finde sie geil. Kann mich nicht beklagen. So, der letzte. Das war's. Mein erster Gedanke, als ich vorhin das angespielt habe, war, oh nein, jetzt spielst du auch noch einarmiger Bandit, das kannst du doch gar nicht, aber so ist es natürlich, easy peasy. So, und ein weiteres Herzstück bekommen, juhu. Aber hier unten ist nichts mehr zu holen am Minispiel und wir gehen nach oben. Ja, guck mal, hier kommen wir jetzt durch, weil wir ein Herzteil haben, das ist schön. Also wie gesagt, ich finde das eigentlich recht cool. Wird wie gesagt auch, glaube ich, das wird wesentlich kürzer. Arg. Ich benutze lieber den Computer, um die Flammen einzudämmen. Tempo, Junge. Hab hier nur zu tun. Der Typ hat ja echt Panik. Was wohl los passiert ist? Das werden wir wohl nie erfahren. Was ist das denn? Ist auch witzig. Entschuldigung, Sohn. Die Show macht gerade Pause.
Ich male dir wieder. Ich maile dir wieder, wenn sie wieder aufmacht. Mailen. Ach ja, stimmt, wir haben auch noch Mails. Oh Gott. Ja, okay, gut. Zurück. Mails kann ich mir durchlesen. Wenn ihr nicht mehr dabei seid. Bombbuster. Bombenjagd mit Hammer. Es erscheinen mehrere Bomben auf einmal. Finde diejenigen, die der Farbe auf dem Topscreen entspricht. Okay, jetzt muss ich immer oben, unten gucken. Drei Fehler und du verlierst. Ja, läuft. Rote Bombe. Blaue Bombe. Oh Gott. Ja, so eigentlich normal, ganz normales Reaktionsspiel. Da ich noch einigermaßen fit bin heute, läuft das alles hier wunderbar. Boah, jetzt reicht's aber langsam. Ich kann ja kaum was zu euch sagen, weil ich mich hier hoch konzentrieren muss, damit ich hier nicht verkacke. Ach was. In der letzten Sekunde noch geknackt die Bombe. Puh, ja, schön. Ja, und so spielt man sich im Endeffekt durch Bomberman Land Touch. Ich meine, es gibt sogar einen zweiten Teil. Es gibt sogar einen Teil für die Wii-Fassung. Der ist auch nicht schlecht, aber die Minispiele sind halt, ja, sehr Wii-Sports kopierend. Ähnlich. Passt, glaube ich, besser. So, ein Minispiel machen wir noch. Was haben wir denn da? Ja, was ist das denn hier unten? Ist das ein Elektrofeld oder? Okay, blöde Frage. Warum frage ich eigentlich? Oh, der Strom hat mir einen Schlag gegeben. Es muss einen Gegenstand geben, mit dem ich hier sicher rüberkomme. Und was ist das hier? Wo dieses verrückte Maschine ist? Oh. Wir werden es nie erfahren. Zumindest ihr werdet es nie erfahren, wenn ihr das Spiel nie spielt. Oh Gott. Memory Blast. Sortieren beim Memory Blast. Berühre eine der Bomben auf dem Feld und kann sicher erkennen. Mhm. Bomben. Versuche die Bomben mit den gleichen Gesichtern zu finden. Ja, das macht doch einen bekloppt. Sehen die Bomben alle gleich aus oder wie? So ist das. Oh Gott. Nee. Der blaue war hier. Den hab ich. Gut. Arbeiten wir uns weiter. Weiß. Grün. Ja, super. Was hatten wir hier? Ach, hier hatten wir auch noch einen grün. Ah nein, das war der falsche. Hier unten ist der schwarze. Memory. Super. Super geil. Goldbomber. Grün hat man doch. Nein. Pink. Glückstreffer. Gold war auch hier oben. Auch wieder Glück. Schwarz. Ja, da war doch Captain Boom. Ich habe die Namen schon drinne. Das ist doch furchtbar.
Captain Boom war hier. Yes. Jetzt nochmal Captain Boom. Ach, verdammt. Ja, bleibt nur noch eine... Ah, eine Regenbogenmünze. Hätte ich vielleicht vorhin gebraucht. Ja. Ja, solche Spiele gibt es eigentlich kaum noch für den 3DS. Höchstens nur noch die, wo komplett komisches Franchise ist mit Hello Kitty und hast nicht gesehen. Wie war das? Hello Kitty Card? Was? Ich weiß nicht, wer da gekifft hat. Keine Ahnung. Aber das war Bomberman Land. Wir hören es auf, wenn es am schönsten ist. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wie gesagt, das nächste Mal zeige ich euch weniger Minispiele, dafür mehr Bomben-Action, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wie gesagt, über die kleine Dokumentation, was Konami und warum Konami und nicht Hudson Soft da auch noch mitspielt, das erfahrt ihr dann irgendwann in grauer Zukunft, wenn ich da mal richtig, ja, mich mal richtig informiere und auch mal richtig Bock habe, euch das einfach mal zu zeigen. So, aber ich gebe jetzt zurück an die Couch und dort wühlen wir weiter in der kleinen, in dem kleinen Säckchen. Bis gleich. Ja, das war's auch schon. Das war Bomberman Land Touch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einer der Bomberman-Spiele, die mir eigentlich sogar viel Spaß machen, gerade unterwegs, weil unterwegs gibt es halt wenig gute Bomberman-Spiele, halt nur Adventures. Dann gibt es ja halt den DSI-Teil. Eigentlich schade. Und für den 3DS war auch mal einer angekündigt und der kam nicht raus. Manno. Schade. Der sah nämlich echt gut aus auf den Screenshots. Kann ich euch ja dann hier zeigen irgendwie. Einen von den vielen. Das sah richtig geil aus, kam aber nie raus, weil irgendwann dann Hudson weg nicht mehr da war. Oder das Hudson, was wir jetzt kennen, ist halt nicht mehr da. Wurde von Konami geschluckt und ja, gut, Konami. Ach, dazu könnte man ein ganzes Video machen. Egal, ich habe ein weiteres Paket. Ich bin sehr gespannt drauf, was diesmal da drin ist. Eigentlich sage ich das jedes Mal. Eigentlich weiß ich, was da drin sein kann. Aber ihr nicht. Und wir packen aus für den 22. Dezember. Ah, ich wusste, irgendwann muss der Titel ja kommen. Wir spielen eine Runde die Game Awards Collection Teil 1. Ne? Auch exklusiv für den Club Nintendo, aber weiteres erzähle ich euch dann am 22. Dezember. Bis dann.